Dann herzlich willkommen zur 125. Sitzung der Piratenfraktion und anderer im Berliner Abgeordnetenhaus. Das ist schon die zweite Sitzung in unserem Jahr, stelle ich fest, in diesem neuen. Die letzte war jetzt nicht so sonderlich ergiebig. Wir haben eine Tagesordnung, steht im Pad. Zunächst mal den Entwurf. Wenn nichts dagegen zu sagen ist, mache ich die Sitzungsleitung. Ich habe keine Widersprüche dazu vernommen, also mache ich das so. Jetzt habe ich auch mein Kabel für mein Handy raus. Wir haben folgende Anwesenheiten, Stimmdelegationen und oder aber Abwesenheiten. Und zwar Oliver, der ist aus welchen Gründen auch immer verhindert und delegiert an Fabio. Fabio ist aber noch nicht da, insofern müssen wir gucken, wann die Delegation in Kraft tritt. Wir haben ansonsten anwesend mich, Dr. Weiß, Wolfram Pries, Andreas Baum, Alexander Spieß, Heiko ist da, Philipp Magalski, Simon K. ist da, Pavel ist da, Christopher habe ich zwar schon gesehen, der kam gerade, aber ist noch nicht da, der kommt wahrscheinlich einfach gleich. Und wie gesagt, Fabio ist noch nicht da. Abwesend aufgrund eines Bürgergesprächs ist der Abgeordnete Klaus Brunner. Abwesend aufgrund von Krankheit, gute Besserung ist Susanne Graf. Und abwesend aufgrund von familiärer Seuchengefahr, also Ansteckungsgefahr, ist Alexander Morlang. Auch da möglicherweise gute Besserung auf jeden Fall, aber an die Familie. Alexander Morlang, Susanne Graf und Gerhard Klaus Brunner delegieren nicht. Christopher delegiert auch nicht und Fabio delegiert auch nicht. Die beiden können dann aber gleich kommen. Wir sind also beschlussfähig nach meiner Zählung. Und du machst hier zu. Das sind 9. Ja, so weit habe ich auch gezählt. Wir haben Änderungsanträge zur Tagesordnung. Zunächst mal das Einfügen des Punktes 621 Bundesratsinitiative zur Einführung eines Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzverbände. Der Antrag wird von Simon Kowalewski gestellt und wenn es keinen Widerspruch gibt, dann fügen wir den ein zu 621. Gibt es nicht, dann fügen wir den ein. Weiterhin haben wir einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung zum Einfügen des TOPS 7721, Beauftragung mit der Vorbereitung und Durchführung des Untersuchungsausschusses Staatsoper. Gibt es dazu Widerspruch? Sehe ich auch nicht. Dann werden wir das unter 721 behandeln. Ich sage es gleich an. Ich möchte den Tagesordnungspunkt 6, wie schon geübt, gerne vor der Plenar Beratung abhandeln, sinnvollerweise. Gibt es dazu Widerspruch? Auch das sehe ich nicht. Dann springen wir gleich dann von 3 auf 6. So, Ankündigungen und Ansagen habe ich erstmal nicht. Wir hätten eigentlich noch einen neuen Praktikanten, der sich vorstellen möchte, würde wollen. Der ist aber jetzt noch nicht hier. Das können wir vielleicht zwischendurch machen. Der neue Praktikant hat sich schon vorgestellt. Ich meinte einen anderen. Finanzen sind unter 1.5 im Pad. Dann haben wir die Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung vom 06.01.2015. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann schreiben wir zur Abstimmung, wer ist dafür bzw. dagegen, dieses Protokoll anzunehmen. Das 10-Minuten-Protokoll? Das 10-Minuten-Protokoll ist jetzt wirklich nicht so schwer. Oh, ich stelle fest, dass es einstimmig bei Enthaltung von Simon, von Andreas Baum, von Wolfram und von Simon Kowalewski, also von Simon Weiß und Simon Kowalewski enthalten sich. Damit ist es angenommen. Vielen Dank. Die aktuelle Viertelstunde mit Gästen entfällt heute. Es ist schönes Wetter, keine Gäste da. Und wir kommen dann, wie angekündigt, zu Tagesordnungspunkt 6 vor dem Plenarablauf. Ihr findet Tagesordnungspunkt 6 ab Zeile 231 derzeit im Pad. Unter 6.1 parlamentarische Initiativen im Umlauf beschlossen seit der letzten Sitzung gibt es einen dringlichen Antrag an das Plenum, keine Unklarheiten mehr über die Zukunft der Messe Berlin. Dieser Antrag ist, wie gesagt, angenommen worden. Für euch zur Kenntnis, wenn ihr nicht eh abgestimmt habt, der wird eingebracht. Der steht auch schon auf der Abwicklung, wie ich hörte.
Dann haben wir 6.2 und 6.2.1, die Bundesratsinitiative zur Einführung des Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzverbände. Der antragstellende Fraktionsangehörige Simon Kowalewski bekommt das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das brummt. Jetzt brummt es nicht mehr. Gut, der Antrag ist ein gemeinsamer Oppositionsantrag, beziehungsweise soll zu einem werden. Die Grünen werden heute darüber entscheiden. Bei den Linken ist es wahrscheinlich ähnlich. Es ist jetzt ein Antrag, der ein Thema aufgreift, was wir schon einmal mit einem parlamentarischen Antrag behandelt hatten, nämlich der Einführung des Verbandsklagerechts für anerkannte Tierschutzvereine hier in Berlin, so wie es beispielsweise auch Umweltschutzverbände oder Sozialverbände genießen. Der Antrag ist damals abgelehnt worden, und zwar vor allem mit der Begründung, dass eine bundeseinheitliche Regelung viel sinnvoller wäre. Das ist zumindest das, was die Damen und Herren von der Koalition vehement vertreten haben. Deswegen wollen wir Ihnen eine Freude machen und beantragen jetzt, eine Bundesratsinitiative zu starten, eine bundeseinheitliche Regelung zu finden. Grundsätzlich geht es eben darum, dass anerkannte Tierschutzverbände, wobei diese Anerkennung auch mit relativ hohen Hürden verbunden ist, die kann man im Einzelnen in der Begründung nachlesen, also im Gesetzestext nachlesen, also im Antragstext nachlesen, Entschuldigung. Also diese Tierschutzvereine sollen eben im Interesse ihrer Mitglieder und natürlich auch der von ihnen vertretenen Tiere bei Tierschutzverstößen klagen können. Das ist grundsätzlich das, was da drin steht. Vielen Dank für die Begründung. Ich wollte noch kurz was einfügen, dann ist der Pavel dran. Wir haben eine Stellungnahme des Justizariats. Der Antrag ist jetzt nicht auf höchstem inhaltlich und fachlichen Niveau geschrieben, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also wir machen uns damit als Opposition zumindest nicht lächerlich. Die Stellungnahme ist jetzt aufgrund der Knappheit der Zeit nur sehr kurz ausgefallen. Aber das ist im Wesentlichen, man kann das beschließen. Im Übrigen sind auch wir, also der Fraktionsvorstand, der Meinung, dass es ein sehr wichtiges Anliegen ist, dieses Verbandsklagerecht endlich mal einzuführen. Und ist ja auch kongruentes Handeln, weil wir den Antrag für die Version Berlin schon gestellt haben, sozusagen. Pavel. Ja, ich wollte auch nur einen Satz dazu sagen, da die Tiere nicht selber klagen können, finde ich das nur sehr konsequent. Das provoziert eine Antwort von Kollegen Magalski. Bitte schön. Nein, nur den Zusatz, dass genau auch diese Argumentation so bei uns im Grundsatzprogramm steht. Also der Piraten Berlin ist das auch unsere Forderung. Das war eine ganz schlechte Idee, Phil. Erst ausmachen, dann klappen. Weil sonst... Du weißt hier so Bürgerfreundlichkeit, also die Leute, die uns zuhören, die sollen dann noch hören können, die sind jetzt taub. Genau, das ist sehr schön, wir stellen fest, zumindest Kollege Meyer und Kollege Mangalski haben das Grundsatzprogramm im Bereich Tierschutz gelesen und können daraus zitieren, ich freue mich. Gibt es ansonsten weiteren Aussprachebedarf zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, diesen Antrag so anzunehmen? Das haben sich alle gefunden. Das ist einstimmig ohne Enthaltung. Das freut mich. Jetzt. Achso, doch, Heiko. War mir jetzt entfallen. Aber Heiko hat sich enthalten. An der Stelle sei das noch vermerkt. Christopher hat an der Abstimmung teilgenommen, ist jetzt auch anwesend. Super. Dann ist er so angenommen, wird so eingebracht. Damit war es das unter Tagesordnungspunkt 6, wenn ich richtig informiert bin. Und ich übergebe sehr gerne an unserem parlamentarischen Geschäftsführer, der jetzt mit Tagesordnungspunkt 4 weitermacht. Ja, Dankeschön. Also kommen wir zur Abwicklung der Tagesordnung. Wir sind wieder, ihr müsst nach oben springen, in Zeile 97. Wir fangen an mit Entschuldigung des Senats. Der Regierende Müller wird ab 17.30 Uhr wegen der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche im CityCube abwesend sein. Dieser Entschuldigung des Senats wurde einstimmig im Ältestenrat zugestimmt, dass wir das als Entschuldigung akzeptieren. Wir haben ja da häufiger Diskussionen darüber, ob was sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Hier sind wir der Meinung, dass es schon sinnvoll ist, eine so riesige Veranstaltung, die einen großen wirtschaftlichen Impact auf das Land Berlin hat, dass der regierende Bürgermeister die auch eröffnet. So, Tagesordnungspunkt 0.
wird die Ansprache des Präsidenten zu den Ereignissen in Paris sein. In der Presse stand ja schon, dass es da möglicherweise einen gemeinsamen Antrag oder Ähnliches gibt. Das ist jetzt aber alles erstmal hinten runtergefallen, weil das alles zu kurzfristig ist. Und die Parteivorsitzenden haben sich ja auf Landesebene alle eh schon geeinigt mit einem gemeinsamen Papier. Und der Präsident soll anhand dieses Papiers, wo sich ja eh schon alle geeinigt haben, eine kurze Rede machen und das im Eingang haben, dann müssen wir uns jetzt nämlich nicht noch kurzfristig irgendwie zwischen 08 am Mittwochabend oder Donnerstag früh auf irgendwelche Anträge, wo dann wieder an irgendwelchen Wörtern rumgeklaubt wird, weil dann irgendwo hier Deutschland steht oder sonst was alles, und das ist der einfachste Weg. So, dann wird Tagesordnungspunkt 1, die Aktuelle Stunde, durch eine Regierungserklärung ersetzt. Und zwar: Unser Berlin stark und solidarisch, wird der regierende Bürgermeister sich dazu erklären. Danach werden die Grünen beginnend jeweils alle Fraktionsvorsitzenden mit 20 Minuten Redezeit auf diese Rederunde antworten. Also wir haben da eine ordentlich fette Regierungserklärung vorneweg. Ist ungefähr doppelt so lang wie eine normale Aktuelle Stunde. Wird wahrscheinlich auch mit mehr Presseöffentlichkeit begleitet werden. So, nachdem wir dann ungefähr mit einer Stunde Zeitverzug, vielleicht ein paar Minuten mehr, in den Tagesordnungspunkt Zeit zur Fragestunde übergehen, gibt es denn von eurer Seite schon Vorschläge für eine spontane Frage, die jemand stellen möchte? Phil möchte was stellen. Was denn ungefähr? Ich habe sowohl für den Bereich Kultur als auch für den Bereich Natur Fragen in petto und würde gerne mindestens eine davon stellen. Okay, gut. Dann haben wir schon mal jemanden, mit dem wir uns unterhalten können. So, Tagesordnungspunkt 3, die Prioritäten. 3.1, die Priorität der CDU, wird der Tagesordnungspunkt 12, Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr Berlin erhöhen, ehrenamtliches Engagement stärker würdigen, 2. Ist ein Antrag von SPD und CDU und wird überwiesen an Innensicherheit und Ordnung federführend. Und zusätzlich, nachdem wir die Koalition darauf hingewiesen haben, dass sie einen Ausschuss bürgerschaftliches Engagement haben, den sie selbst mal eingerichtet haben, wo man das hinüberweisen könnte, auch an bürgerschaftliches Engagement. Ich gehe davon aus, dass das bei Christopher mit in seinen Aufgaben fällt. Feuerwehr? Feuerwehr. Weil unser Mitglied im bürgerschaftlichen Engagement ist wahrscheinlich immer noch und dann Quarantäne, und wenn wir den ins Abgeordnetenhaus mit reinholen, ist das, glaube ich, nicht so gut. So, okay, Christopher macht's, super. Tagesordnungspunkt 3, wie bitte? Ich kann kurz was zu machen. Ich habe die Frage nicht verstanden. Das ist der Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr Berlin erhöhen, minus oder Bindestrich ehrenamtliches Engagement stärker würdigen, 2. Ein Gedankenstrich. Vielen Dank, Herr Dr. Weiß. Ich weiß, dass es ein anderes Unicode-Zeichen ist. Dankeschön. Herr Doktor. Ja. Wir haben ja auch so viel Freiwillige Feuerwehr in Berlin. Ja, haben wir. Haben wir. Ja, ja, ich weiß. Viel zu wenige. Aber ja. Ja. So, 3.2 Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird entweder Tagesordnungspunkt 10 oder Tagesordnungspunkt 5 werden. Da sind Sie sich noch nicht ganz im Klaren. Tagesordnungspunkt 5 ist das 13. Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin. Da wird im Zweifelsfalle, also beide werden auf jeden Fall beraten. Es ist noch nicht entschieden, wer von denen Priorität wird. Tagesordnungspunkt 5 wird Simon Weiß reden. Das ist eine Änderung der Verfassung am Abstimmungsgesetz, dass da auch Migranten und Migrantinnen bei den Abstimmungen teilnehmen dürfen. Ja, ich würde Simon auch das Wort geben, dann kann er auch kurz inhaltlich noch was sagen, wenn er möchte. Martin? Ja, okay, nur ganz kurz, es wird wahrscheinlich Welt zur Süd 2 werden, aus zeitlichen Gründen. Das ist die Ansage aus der Oppositionsführung der Grünen. Okay, dann Simon zu Tagesordnungspunkt 5. Ja, also erstmal, okay, also erstmal inhaltlich zu dem Antrag, um den es da geht. Es geht um eine Änderung der Verfassung von Berlin. Die zugehörige gesetzliche Änderung fehlt, aus einem Grund, der mir nicht ganz klar ist, aber gut. Die Teilnahme an Volksentscheiden auch für Einwohner von Berlin ermöglichen, so Einwohner und Einwohnerinnen ermöglichen soll, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist ein Ziel, was von uns, wie ihr wahrscheinlich wisst, uneingeschränkt geteilt wird. Aber dieser Antrag ist nicht ganz unproblematisch, weil er die erheblichen verfassungsrechtlichen Probleme im Wesentlichen
ignoriert. Das, die Einführung eines Wahlrechts für nicht-deutsche Staatsbürger auf Landesebene ist bereits mehrfach versucht worden. Es gibt zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile davon. Es gibt ein in jüngster Zeit ergangene Auffassung des bremischen, glaube ich, Landesverfassungsgerichts dazu, dass das nicht geht, weil im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus und das Volk, der Volksbegriff des Grundgesetzes, kann nicht einfach auf alle Einwohner Deutschlands ausgedehnt werden, ist die geltende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, eigentlich, um ein Wahlrecht für alle Einwohner durchzuführen, müsste man das Grundgesetz ändern. Die Teilnahme an Volksentscheiden ist zwar so explizit nicht überprüft worden, aber die Argumentation, warum es auch gehen soll, also warum das gehen soll, aber das andere nicht, die Grünen in der Antragsbegründung liefern, das steht nur aus einem Satz, der sagt, weil Artikel 28 Grundgesetz, der regelt, wie die Länderparlamente verfasst sind. Ich glaube 28, aber da halt nicht einschlägig ist, was soweit stimmt. Das Problem ist, dass das nicht ausreicht, um die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts zu entkräften. Und ich halte diesen Antrag nicht wirklich für, also wenn man das ernst meinen würde, müsste man zumindest fundierter unterlegen, warum das verfassungsrechtlich okay gehen soll, oder zumindest irgendwie ein verfassungsrechtliches Gutachten vorlegen, weil ich davon nicht überzeugt bin. Dankeschön. Das ist der inhaltliche Punkt. Der andere Punkt ist, ich kann dazu gerne reden, ich weiß jetzt ist leider Fabio nicht da, ich würde es ansonsten möglicherweise davon abhängig machen, wer von den anderen Fraktionen redet, weil man das auch gut im Bereich Integration verorten kann. Und ich weiß, dass Fabio auch gerade bei dem Thema auch vernetzt und aktiv ist. Okay, dann danach. Ich würde es besser finden, wenn du das machst, weil es hier eine klare juristische Komponente hat. Das Ziel dahinter ist zwar natürlich ein anderes, aber es macht ja keinen Sinn im Prinzip, wenn die Änderung dieser Verfassung das nicht ermöglicht, also quasi, sondern halt man darauf hinweist, dass es so, wie es da steht, auch nicht funktioniert, sondern dass man das anders machen muss. So, Martin? Ja, wollte ich eigentlich auch sagen, mir wäre nur wichtig, dass, weil ich weiß, dass Fabio Kontakt zu einschlägigen Initiativen in dem Bereich hast, dass du dich nochmal mit denen auseinandersetzt, also mit Fabio auseinandersetzt und guckst, ob die nicht noch eine Stellungnahme dazu haben und dass man möglicherweise denen auch von unserer Seite nochmal klar macht, okay, das ist jetzt aber keine Lösung des Problems. Okay, dann theoretisch wahrscheinlicher wird der Tagesordnungspunkt 10 zu Ihrer Priorität. Das ist Landesplanungskonferenz zu Welzow Süd 2 einberufen. Herr Magalski, sind wir für oder gegen Welzow Süd 2? Also grundsätzlich sind wir erstmal dagegen, dass der Braunkohletageabbau in Welzow Süd 2 weiter ausgeweitet wird. Wir haben im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gemeinsam den Antrag der Grünen etwas abgemildert, um eine gemeinsame Entschließung hinzubekommen. Also alle Fraktionen sind jetzt für diesen Antrag in geänderter Fassung. Das heißt, wir haben das so ein bisschen abgemildert in der Hinsicht, dass die Formulierung am Ende dann heißt, diese Entschließung, also die Erschließung des Braunkohletageabbaugebietes Welzow Süd 2 zu hinterfragen. Also die Landesplanungskonferenz, die gemeinsame, soll einberufen werden, damit Berlin alle Möglichkeiten nutzt, um alle auch rechtlichen Möglichkeiten nochmal zu prüfen, die dort zum Schutz der Anwohner, die teilweise umgesiedelt werden müssen und aber auch zur Natur, berücksichtigt werden. Und dazu möchte ich gerne sprechen. Okay, Dankeschön. Martin hat eine Frage. Das tut mir weiß ich leid, das ist aber ich würde gerne unseren energiepolitischen Sprecher erstens fragen und zweitens nochmal ins Gebet nehmen. Wir sind gegen Braunkohle. Ne? Pavel, bist du auch gegen Braunkohle? Ja, ich kann das sogar noch verschiedene Dinge noch untermauern, warum wir dagegen sind. Also nicht nur jetzt aus Umweltpolitischen Gesichtspunkten, sondern auch energiepolitisch.
ist das Ganze ein Problem, weil Braunkohlekraftwerke halt zu den am schlechtesten regelbaren Kraftwerken gehören und es einfach Probleme gibt mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Verbindung mit Braunkohlekraftwerken. Das ist sagen die eine Seite und es ist klar, dass da keine Zukunft drin liegt. Jetzt ist es natürlich nur so, dass sagen wir haben auch in Erfahrung gebracht, auch im Rahmen der Enquete-Kommission wird es da einiges zu geben, welche wirtschaftliche Bedeutung denn die Braunkohle jetzt für das Land Brandenburg eigentlich hat. Und da ist es schon so, dass ungefähr, ich meine, Brandenburg ist ja gleichzeitig sagen, relativ, also führend eigentlich bei den Erneuerbaren. Man kann sagen, dass wirtschaftlich ungefähr derzeit die Braunkohle und die Erneuerbaren, was jetzt Arbeitsplätze angeht, ungefähr gleichrangig sind. So das mal, wie gesagt, dazu. Und eigentlich ist unsere Position auch an der Stelle, dass wir eigentlich, wenn wir als Berliner, die wir halt auch zum großen Teil diesen Braunkohlestrom verbrauchen, dass wir eigentlich Brandenburg unterstützen müssten, darin auch sagen beim Bund entsprechend das Ganze zu beschleunigen und den Strukturwandel dort zu beschleunigen in den betroffenen Gebieten, dass man da die Brandenburger eigentlich auch nicht alleine lassen kann und soll, sondern dass wenn man jetzt von den Brandenburgern was verlangt, dass man dann auch mit in der Verantwortung ist, da auch was zu geben, weil so wird es nicht funktionieren, nach dem Motto zu sagen, ey, Brandenburg verzichtet mal auf diese 20.000 Arbeitsplätze und diese Milliarde, die da rauskommt und sieht zu, wie er damit klarkommt. Das ist keine gute Position. Zum Thema gemeinsame Landesplanung und generell, also vielleicht noch ein interessanter Hinweis, dass es vermutlich die am erfolgversprechendsten ist, tatsächlich den Weg zu gehen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz der Umwelt und der Bevölkerung dort geboten sind, weil was jetzt auch schon sichtbar ist, ist, dass das halt zu einer veränderten Wirtschaftlichkeit führt an der Stelle. Das heißt, dass vermutlich zu erwarten ist, dass wahrscheinlich die Braunkohle gar nicht in dem Maße erschlossen werden wird, wie es derzeit geplant ist, weil es aufgrund der bereits bestehenden hohen Umweltauflagen teilweise nicht mehr wirtschaftlich ist. Und diesen Weg weiter zu gehen, halte ich aus diesem Grund für sehr sinnvoll. Ja. Danke, Pavel. Dann tragen wir den Phil dort als Redner an und wir kommen zurück zu Tagesordnungspunkt 3.3, die Priorität der Linken. Das wird der Tagesordnungspunkt 14, Konzept für eine soziale Wohnungswirtschaft in Berlin sein. Da gucke ich mal nach rechts. Oder wissen wir, ob der Herr... Bau-Wohn-Prinzip. Ich gehe mal davon aus, dass unser mietenpolitischer Sprecher das Thema behandeln wird. Er ist ja wahrscheinlich auch am Donnerstag da. Also so interpretiere ich mal seine Mail, die er geschickt hat. Ich habe mich jetzt mit ihm noch nicht diesbezüglich abgesprochen. Im Zweifelsfall stehe ich natürlich als Stand-in zur Verfügung, aber ich würde das Olli erstmal antragen. Okay, das heißt, wir nehmen Olli da als Ersten und dich als Fallback, wenn er nicht kann. Ich kann es notfalls auch übernehmen, allerdings ist es ein reines... Also erst aufklappen, dann draufdrücken und dann nochmal alles sagen. Ja. Also ich kann es notfalls auch übernehmen, kenne mich da auch etwas aus, allerdings ist es ein reines bauwirtschaftliches Thema. Ja. Ich sehe das auch gerade, bis auf oben, dass preiswerter Wohnraum zusätzlich gemacht werden soll, geht es vor allen Dingen um die Struktur der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, um deren zukünftige Geschäftsausübung und dass sie in Zukunft transparenter, also besser kontrolliert werden soll und demokratisch aufgestellt werden. Da sind einige Punkte dabei, die wir auch schon im BMC andiskutiert haben.
was vor allen Dingen die Kontrolle dieser Unternehmen ist. Da hat sich Pavel auch gerade schon gemeldet. Genau, also es scheint mir tatsächlich auch ein Antrag zu sein, der sehr ja, beteiligungsmanagementlastig ist an der Stelle. Ich halte ja die Forderungen, wie Heiko schon gesagt hat, die da erhoben worden sind, für durchaus sinnvoll. Eigenkapitalzuführung, ja, kann man sicherlich auch machen im Moment, wobei man auch sagen kann, dass jetzt die Wohnungsbaugesellschaften jetzt im Moment noch durchaus Luft haben, dass also bei den meisten Gesellschaften die Verschuldung jetzt nicht, also da ist, ja, da ist noch Luft im Moment, aber wenn jetzt tatsächlich Wohnungsbau in größerem Maßstab von ihnen durchgeführt werden soll, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dort das Eigenkapital zu stärken. Und was das Controlling angeht, definitiv, da ist mehr Professionalisierung nicht nur bei den Wohnungsbauunternehmen gefragt. Und gut, das, so ein bisschen das einzige Problem ist, was man vielleicht noch da, weiß nicht, gut, die Linken haben das jetzt eingebracht, was man vielleicht noch im Rahmen dann der Ausschussverhandlungen mit reinbringen sollte, ist das generell das Thema preiswertes Bauen. Das Problem ist, dass die Wohnungsbaugesellschaften, also der Wohnraum dort, den die errichten, ist halt teuer, die bauen halt teuer. Ich weiß, dass es von einzelnen Wohnungsbaugesellschaften den Versuch gab, mal rauszufinden, wie man denn auch günstig bauen kann. Das weiß ich von unseren Architekten, die unser Haus günstig gebaut haben. Problem ist, dass sagen wir, es zwar bekannt ist, wie man günstig baut, es wird aber trotzdem nicht gemacht. So, das heißt, das führt dann natürlich dann dazu, dass man unter 10 Euro keine Kosten, also Kostendeckungsmieten unter 10 Euro unmöglich sind, die Preise ständig weiter in die Höhe gehen und ja, also preiswerten Wohnraum in Mengen kann man jedenfalls, so wie im Moment gebaut wird, leider auch nicht schaffen. So, das ist ein Punkt, den man vielleicht noch, ja, um dass man das noch ergänzen könnte oder müsste. Danke, Pavel. Dann würde ich vorschlagen, dass du auch einfach mal Olli von eine Mail schreibst mit den Punkten, die du aus BMC-Sicht bzw. aus Struktursicht ihm vorschlagen würdest, die er mit einbauen kann. Dann kommt da bestimmt was. Oder das Protokoll lesen, genau. So, 3.4 ist die Priorität der Piratenfraktion, da kommen wir später zu. 3.5 ist die Priorität der Fraktion der SPD. Das wird der Tagesordnungspunkt 4, Gesetz über die Errichtung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung und zur Umwandlung des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin in eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Ist eine Vorlage zur Beschlussfassung in der ersten Lesung vom Senat und wird überwiesen an Wissenschaft federführend, an Wirtschaft, Forschung, Technologien und an den Hauptausschuss. Ich gucke mal nach links, Wissenschaft. Naja, also weiß jetzt nicht, das ist ein experimentelles Rechtskonstrukt, was sich uns dort bietet. Ich würde gerne mal mit unserem rechtspolitischen Sprecher da genauer rüber gucken und auch mit dem Justiziariat. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung. Und wenn ihr euch erinnert, es war die erste Aktuelle Stunde, die wir in diesem Haus hatten, genau zu diesem Thema. Der ehemalige Finanzsenator hat sich bis vor kurzem erfolgreich geweigert, dieses Gesetz mitzutragen. Jetzt haben wir eine neuen, jetzt kommt es und die SPD insbesondere ist total begeistert. Also ich rede da auch dazu. Ich kann nur noch nicht, also es ist noch fishy. Ich weiß noch nicht, was ich genau dazu sage. Okay, damit sind wir mit den Prioritäten durch und kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Der ist, wie gesagt, die Priorität der SPD unter 3.5. Tagesordnungspunkt 5 wird dann das 13. Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin sein. Da haben wir ja schon Simon Weiß als Redner eingetragen. Tagesordnungspunkt 6, Berlin wird Fahrradstadt. Berlin braucht ein Fahrradstraßennetz.
Ich habe in meinem Büro mittlerweile von Moabit eine sehr alte Fahrradkarte. Das ist sehr interessant, dass die eigentlich auf keiner Hauptstraße fahren durften, sogar verboten. So ist ein Antrag der Grünen und ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden. Herr Baum, Sie wollen reden. Warum sind wir für Fahrradstraßennetz? Soll ich meine Rede jetzt halten? Du musst deine Rede nicht halten, aber du kannst kurz begründen, das wäre nett. Naja, also der ganz aktuellste und wichtigste Grund ist, weil der Berliner Senat seine Fahrradstrategie nicht umsetzt. Und es natürlich aber auch, wenn er sie umsetzen würde, eine gute Ergänzung wäre, wenn man mit dem Fahrrad möglichst schnell und direkt und ohne Kreuzung und sozusagen mit Vorrangbehandlung in vom Autoverkehr sowieso schon wenig genutzten Straßen einfach schnell durch die Stadt kommt. So, das macht Sinn. Deswegen sind wir dafür und deswegen würde ich das gerne auch nochmal im Plenum ausführlich begründen. Gut, Dankeschön. Dann Tagesordnungspunkt 7, Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt weiterentwickeln, Römisch 2, Geschichtsdokumentation und Forschung, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Arbeit, Integration, Frauen, Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag der SPD und der CDU ist einstimmig bei Enthaltung Grüne, Linke und einer Stimme der Piraten mit Änderungen angenommen worden. Hier hat die SPD noch einen Berater, wird die SPD beraten. Andreas wird wahrscheinlich auch der Redner sein. Kannst du noch kurz das Abstimmungsverhältnis erläutern? Warum? Da war er nicht drin. Okay, gut, das ist dann schwierig. Wer meldet sich, um das mal aufzuklären? Simon Kowalewski, Mitglied des Arbeit, Integration und Frauenausschusses, erklärt sich. Nimm das andere einfach, genau. Also ich hatte in dem Integrationsausschuss für den Antrag gestimmt, habe allerdings auch im Ausschuss erläutert, dass ich damit ganz gehörige Bauchschmerzen habe, weil der Antrag zwar absolut in die richtige Richtung geht, aber eben auch an vielen Stellen durchaus zweifelhaft ist. Also ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau meine Argumentation rauskramen, weil das alles schon lange vor Weihnachten war, aber also man kann sich zu dem Antrag auch enthalten. Ich finde es aber trotzdem wichtig, in irgendeiner Form zu unterstreichen, dass wir es natürlich sehr wichtig finden, eben die ganze Geschichte zu dokumentieren, solange wir überhaupt noch Zeitzeugen haben, auf die wir zurückgreifen können. Danke, Simon Kowalewski. Wer war denn die andere Stimme, die sich enthalten hat? Fabio, kannst du begründen, warum... Ja, wir müssen uns ja morgen irgendwie im Plenum verhalten und ich hätte gerne Empfehlung dafür. Übermorgen, tut mir leid. Nee, ist ja auch richtig. Also wir haben, das waren Simon und ich, und Simon hat zugestimmt und ich habe mich enthalten. Ich kenne jetzt nicht mehr alle Details, aber letztendlich gab es eine weitgehende Änderungsanträge von Seiten der Opposition. Die kamen, glaube ich, nicht von uns. Die wurden halt abgelehnt, auch ohne sinnvolle Begründung. Und dann habe ich gesagt, wenn man halt so offensichtliche Defizite in einem Antrag drin hat, ohne da irgendwie in irgendeiner Form zugänglich zu sein, dann verdient das halt keine Zustimmung, sondern letztendlich lediglich eine Enthaltung, auch wenn das halt dieses klassische Besser als nichts ist. Danke, Simon Kowalewski. Andreas, du wirst ja reden, kannst du noch mal kurz? Ja, also im Prinzip das, was Fabio gesagt hat. Wenn da halt so viel fehlt, dann kann man durchaus begründen, warum man sich dann enthält in so einem Fall. Insofern, ich werde mich da aber auch nochmal, ich werde mir die Protokolle nochmal genau durchlesen, auch nochmal, was die Kollegen da gesagt haben. Okay, danke. Dann Tagesordnungspunkt 8. Schluss mit dem Flickenteppich, Sprachförderung in Kita und Schule auf dem Prüfstand, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie zum Antrag der Piraten. Ist mehrheitlich gegen Pirate, bei Enthaltung Grüne und Linke abgelehnt worden. Hier haben wir die Beratung abgemeldet. Martin, Grüne und Linke, haben Sie keine richtige Position, oder? Kurz Zusammenfassung, wir waren zu ehrlich und alle Anzuhörenden haben sich in ihrer Ehre, wir haben zur Sprachforderung eine Anhörung gehabt, in ihrer Ehre angegriffen gefühlt durch den Flickenteppich. Wir machen keinen Flickenteppich, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Und die anderen machen halt was anderes. Aber das ist kein Flickenteppich. Ja, also so ungefähr lief das ab und dann konnten Grüne und Linke natürlich schlecht dem zustimmen. Und deswegen haben sie sich enthalten. Macht doch nichts, bleiben wir dran. Okay.
Tagesordnungspunkt 9, Ombudsstelle für Kitas und Tagespflegestellen Einrichtung, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie zum Antrag der Linken, ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt worden. Hier hat die Linke Beratung angemeldet. Wer wird diesen Tagesordnungspunkt übernehmen? Traditionell vertrittst du Susanne, dann wirst du das wohl auch tun müssen. Das verwundert mich überhaupt nicht. Dann hast du jetzt eine Aufgabe. Also, Simon. Gut. Gibt es eine Info? Wir sind dafür gewesen. Ombudsstellen für Kitas und Tagespflegestellen einrichten ist anscheinend gut. Okay, ist anscheinend gut. So, Tagesordnungspunkt 10, die Landesplanungskonferenz zur Welt zu Süd 2 einberufen, haben wir schon besprochen gehabt. Tagesordnungspunkt 11 sind die Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Die laufende Nummer 5 wird überwiesen an den Ausschuss für Wirtschaft, Forschung, Technologien und an den Hauptausschuss. Es sind noch andere Überweisungen, die werden dann nachgereicht, sobald die vom Haus übermittelt werden. Das sind eine ganze Menge jetzt gewesen. Fast alle sind irgendwo hingewiesen worden. Falls ihr noch Überweisungswünsche habt, einfach an mich übermitteln, dann teile ich das dem Haupts auch noch mit. So, Tagesordnungspunkt 12. Pavel, ja? Irgendwas an Wirtschaft ja. War, 3 oder 4? Genau, die 5, laufende Nummer 5 war das, genau. Den hätte ich auch gerne im Wirtschaftsausschuss. Der ist schon an Wirtschaft, ich kann aber auch zu. Ja, aber nur, weil wir da nicht mit. Achso, nee, weil die Grünen und die Linken haben gesagt, dass die wollen das dahin haben. Ich kann das auch noch ansagen, dann wollen wir das auch noch. Die SPD und will das auch dahin haben. Ach, also wir wollen das auch dahin haben. Okay, dann wollen wir das auch dahin haben. Dann erst Simon Kowaleski, dann Martin. Vielleicht nur kurz der Hinweis, dass wir die mit. Ach, scheiße. Die entsprechenden Versionen von dieser laufenden Nummer aus den vergangenen Jahren hatten wir jetzt auch schon im Rechtsausschuss behandelt. Da besteht allerdings zumindest im Rechtsausschuss nicht das große Interesse, sage ich mal, da wirklich drüber zu reden. Aber vielleicht ist es ja in anderen Ausschüssen anders. Welche laufende Nummer hast du gemeint? Die Nummer 5 wird aber nicht an den Rechtsausschuss überwiesen. Ja, aber also die wird jetzt nur an WIFO-Tech und an den Hauptausschuss. Ach so, okay, gut. Hey, dieses Mal nur da. Also Martin? Ja, ich wollte nur mal rein praktisch darauf hinweisen, auch wenn andere Fraktionen so eine Verordnung, so eine Mitteilung zur Kenntnisnahme oder Vorlage überwiesen haben, heißt es nicht, dass es nicht sinnvoll ist, dass ihr euch da auch nochmal meldet, weil ihr im Zweifel den Tagesordnungspunkt dann mit begründen könnt im Ausschuss. Das ist ja, ihr seid dann quasi so AntragstellerInnen. Das provoziert eine Antwort von Fabio Reinhardt, wollte ich dir nur zur Kenntnis geben. Gut, Fabio ist auch gleich. Ein anderer Punkt ist auch, wenn andere ihren, also den Beratungswunsch zurückziehen, verschwindet das auch wieder. Das heißt, wenn man da selber mit draufsteht und man will es unbedingt haben, dann können die anderen das nicht wieder wegnehmen. Wenn die anderen ihren Beratungswunsch aber abmelden, dann verschwindet es wieder, ohne dass man das merkt. So, Fabio. Ja, vielen Dank. Ich bitte nochmal meine Entschuldigung, meine Verspätung von vorhin zu entschuldigen, ich war nach Akten lesen. Was Martin sagte, unterstütze ich voll empfänglich. Das ist strategisch, kann das eine sinnvolle Variante sein. Zu den aktuellen Mitteilungen wollte ich jetzt gar nichts sagen, sondern nur, wir hatten neulich eine bekommen zu einem erfolgreichen Antrag von uns. Da ging es um die Kita-Plätze für Flüchtlingskinder und die kann man, glaube ich, auch in die Ausschüsse überweisen lassen, oder? Weil da wollte ich noch wissen, ob das dann sozusagen auch demnächst passiert. Muss nur eine Info, also entweder an mich oder an Jenny direkt, das können wir an dem Haus weitermelden. Okay, alles klar. Gut, dann hatte ich da jetzt nochmal eine Mail geschickt, vielleicht kriegen wir da nochmal aktuellen Stand. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr Berlin erhöhen, ehrenamtliches Engagement stärker würdigen, römisch 2, das war schon Priorität der CDU. Tagesordnungspunkt 13, Berliner Jugend. Berufsagenturen für Jugendliche mit Behinderungen öffnen, ist ein Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU. Ich sehe, dass sich der Herr Spieß dazu melden möchte. Ja, ja, da rede ich sehr gerne zu, wenn es drankommt. Ist auf Beratung. Okay.
Ja, zur Information, also Antrag von der Frau Montero, die moniert, dass bislang in die Jugendberufsagentur Behinderte nicht genügend Berücksichtigung finden. Also ziemlich einmaliger Vorgang, dass eben von der Regierungsfraktion mal ein Kritik an der Regierung geäußert wird. Ja, genau, ist ja bald aus der Landesebene weg und ist dann in den Bezirken und will genau an diesen Stellen die Leute dann später dafür haben. So, Tagesordnungspunkt 14, Konzept für eine soziale Wohnungswirtschaft in Berlin ist die Prio der Linken. Tagesordnungspunkt 15, Berlin für den atomaren Notfall fit machen, Konsequenzen aus BMU-Länderkommunikationsübung umsetzen. Antrag Bündnis 90 Die Grünen ist keine Beratung und geht Konsensliste direkt erstmal in die Ausschüsse. Das ist wirklich schade. Ja, geht einfach nur darum, dass halt Berlin nicht darauf vorbereitet ist, wenn die atomare Wolke kommt. Wenn, genau, nein, also wenn die Wolke kommt, dann haben wir keine Ventilatoren, um die wieder wegzupusten. Und das muss jetzt dringend umgesetzt werden. Ach, diese großen Ventilatoren, die im Brandenburg Herr Lauer, stehen. Genau. Nein, Arbeitsintegration Frauen, wegen, es ist ein arbeitsrechtliches Ding da irgendwas. Warte, ich gucke nochmal kurz nach, aber Arbeitsintegration Frauen ist es auf jeden Fall. Du hast schon das Wort, ja, Christoph. Ab in Frau. Christoph hat das Wort. Der wird nicht in den Innenausschuss überwiesen. Nee, geht direkt in Arbeitsintegration Frauen. Wo es um Katastrophenschutz geht. Ja, weil... Nee, ich sag nichts. Also, ich, okay, das ist nee, jetzt dann... Ich, ja, kann, ich weiß... Ich kann sehr gut damit leben, wenn wir nicht darüber, also wenn wir den dann nicht bei uns haben, nur zu dem Ding, was Martin irgendwie vorhin meinte, mit wir sind nicht auf diese Katastrophe vorbereitet. Berlin ist tatsächlich, das muss man mal ganz klar so sagen, kann ich jetzt aus dem Innenausschuss heraus sagen, auf keine größere Katastrophe vorbereitet, insbesondere sowas wie Stromausfall, da hatten wir gestern nochmal bei der Feuerwehr so ein schönes Ding. Es gibt in Berlin sage und schreibe 3 Tankstellen, die mit Notstrom betreibbar sind und ich glaube nicht alle von denen haben ein Notstromaggregat, aber halt eine von den 3 oder 2 von den 3 haben einen Stecker, wo man dann das Notstromaggregat reinstecken kann und das sind dann genau die 3 Tankstellen in Berlin, die dann noch funktionieren, wenn der Strom mal stadtweit ausfallen sollte. Also so, also von daher viel Spaß, Bündnis 90 den Grünen. Der Grund, warum es an die Arbeit, Integration Frauen geht, ist, weil das beim LAGEZI, beim Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit in Berlin angesiedelt ist. Und dafür ist der Arbeit-Integration-Frauen-Ausschuss zuständig, weil das ist die Arbeit-Integration-Frauen-Senatsverwaltung, die dafür zuständig ist. So, damit der von uns vorhin beschlossen, also nicht beschlossene, sondern zur Kenntnis gegebene Umlaufbeschluss zur Messe ist, hat die Drucksachennummer 172035 und ist dann im Prinzip 15a. Aber das ist nur vorläufig. So, damit sind wir mit der Tagesordnung einmal durch. Wir kommen zur Festlegung der Zugriffe und der Priorität. Was möchtet ihr denn gerne als Priorität haben? Ich schlage die Messe vor. Gibt es andere Vorschläge eurerseits? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann gibt es Widerspruch gegen diesen Vorschlag. Ich sehe, das ist auch nicht der Fall. Dann haben wir den Antrag 172035. Das ist keine Unklarheiten mehr über die Zukunft der Messe Berlin zu unserer Priorität gemacht. Das wird an Wirtschaft, Forschung, Technologien und an den Hauptausschuss überwiesen und würde ins Aufgabengebiet von Herrn Mayer fallen. Ich habe eine Wortmeldung, aber erst von Herrn Delius. Herr Dias wollte sich erlauben, der Vollständigkeit halber nochmal darauf hinzuweisen, dass der letzte Tagesordnungspunkt ja höchstwahrscheinlich der zusammen eingebrachte Antrag zu dem Verbandsklagerecht sein wird. Der ist nicht auf der Tagesordnung. Ah, nee, der soll ja erst nächsten kommen. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe, ich behaupte das Gegenteil. Genau, so. Damit ist die Priorität festgelegt. Wir haben theoretisch noch 2 Zugriffe. Ich sehe aber auf der Tagesordnung nichts, was ich da eignen würde, wenn einer von euch irgendwas davon aufmachen möchte. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen wir da auch nichts auf. Es ist auch nicht schlimm. Du möchtest zur Sprachförderung reden? Weil, lass mich kurz weiterreden, die Regierungs...
Nee. Wir machen nicht die Strahlenschutzwolke auf. Dadurch, dass die Regierungserklärung mindestens eine Stunde länger gehen wird als normale aktuelle Stunde, gehen wir hinten sowieso mit einer Stunde weiter raus. Meinem Tagesordnungspunkt 5 gehe ich zum Beispiel und auch die Grünen davon aus, dass es auch länger als eine halbe Stunde gehen wird, weil dann möglicherweise CDU oder SPD bissige Kommentare machen, was halt der Herr Weiß ja auch schon vorgebracht hat, dass das ja alles Blödsinn ist und alles gar nicht geht und bla 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 und Grundgesetz ist mit der Änderung der Verfassung, dass dann Kurzinterventionen nötig sind, um dann wieder sich dagegen zu wehren und dass das dann auch nochmal mehr Zeit kostet. Nee, du nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Cornelia Seibelt dann gemeiner ist. Als du musst an deinen Gift-Tumblr denken. Genau, du musst gute Kommentare, du musst gute Gesten machen, die sich fürs Internet eignen. Dementsprechend gehen wir halt einfach davon aus, dass zurzeit nach den Prioritäten ungefähr 1,5 Stunden, wenn es hochkommt, vielleicht noch Puffer sind. Das heißt, es kommen nur noch 3 Sachen dann danach auch rauf. Das heißt, es wird am Ende was runterfallen. Und ich gehe davon aus, dass am Ende auch Auflösungserscheinungen in diesem Plenum stattfinden werden, wegen der internationalen Grünen Woche wahrscheinlich. So, Martin möchte was bekannt geben, danach Wolfram. Stichwort internationale Grüne Woche. Müllerchen geht ja hin, 17:30. Aber die Opposition hat sich geeinigt, dass die Fachabgeordneten, so sie denn keine Rederunde haben, da gerne teilnehmen dürfen und auch ruhig sollen, aber die Fraktionsspitzen werden nicht daran teilnehmen. Ich hoffe, auch unsere Fraktionsspitze wird sich da geschlossen daran halten, damit wir bis zum Ende auch hier geschlossen, als Opposition geschlossen. Also, Wolfram? Ja, ich wollte mal meine Verwunderung über die relativ kurze Tagesordnung thematisieren. Liegt es daran, dass schon vorher bekannt war, dass der Regierende eine Regierungserklärung abgibt? Oder liegt das an der Weihnachtspause oder liegt das an der Grünen Woche oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Ich war verwundert. Also der Hauptgrund ist die Weihnachtspause, weil zum Beispiel SPD und CDU verhältnismäßig relativ viel ja eigentlich drauf haben. Das ist der Hauptgrund gewesen, der von den anderen Oppositionspolitikern auch genannt worden. Und dass halt jetzt in der nächsten Zeit sowieso weiter runtergefahren wird. Also es wird jetzt mehr Anträge gehen, die so wahlkampfmäßig aussehen. Und weniger, was eine längere inhaltliche Debatte in diesem Haus nötig macht, weil wir jetzt quasi noch ein paar Monate haben, dann sind die Haushaltsberatungen und dann ist de facto quasi auch schon Schluss. Das heißt, ihr habt ja mittlerweile so eine Einschätzung, was so ein Antrag braucht, um hier durchzulaufen. Es sind so, je nachdem, wie schnell es geht, zwischen 3 bis 9 Monate, sag's mal, für Anträge, wo die SPD und CDU nicht unbedingt das versenken will und zwischen 6 und 12 Monate, wo sie es versenken will. Und dann gibt es noch die sie unbedingt versenken will und die sehen wir ja eh nie wieder. Und dementsprechend wird es vor allen Dingen auch in der nächsten Zeit darum gehen, alles noch abzuarbeiten, was wir noch haben. Und wir haben eine ganze Menge auf den unerledigten Listen. Das wird es ist ein größeres Problem, das alles noch abzuarbeiten, als neue Anträge zu stellen. Martin. Also für meine Fraktion möchte ich den Ausführungen des Kollegen Herberg widersprechen. Ich habe fürs Haus gesprochen. Also uns war schon klar, und es gibt ja noch, wisst ihr ja aus euren eigenen Bereichen, wir haben ja noch eine ganze Menge Anträge in der Pipeline, die wir jetzt auch demnächst bringen werden, aber es macht alles überhaupt gar keinen Sinn, bis nicht irgendwie diese Resterampe von Senat sich mal irgendwie geäußert hat, was jetzt geht und was nicht geht. Ja? Also das ist so der Stand der Dinge. Bringt ja nichts. Ja, bevor Müllerchen nicht irgendwie gesagt hat, er möchte das und möchte was anderes nicht, brauchen wir uns nicht daran abarbeiten, weil die Koalition sowieso nicht sprechfähig ist. Pavel. Ja, mir kam nur gerade der Gedanke, weil als sozusagen vom zuständigen Fachabgeordneten die Rede war, habe ich mir die Frage gestellt, wer denn eigentlich bei uns für Ernährung und Landwirtschaft und Gartenbau eigentlich zuständig ist. Also so, meines Wissens, genau, haben wir da bisher keinen Sprecher, aber ich wollte nur sagen, ich fühle mich nicht zuständig. So, das war der erste Punkt. Und dann wollte ich noch vielleicht einen Punkt gleich nochmal für Sonstiges auf die Tagesordnung setzen.
Können wir gleich machen. Martin? Danke. Entschuldigung. Danke. Du hast den Trick erkannt. Ja? Wir haben keinen Fachabgeordneten. Das heißt, im Zweifel muss natürlich ich die Vertretung der Fraktion als Interimsfachabgeordneter übernehmen. Das tut mir dann leid. Ja. Erst war Simon Kowalewski, dann war Philipp Magalski dran. Wir teilen uns ja eher ein Mikrofon, von daher ist das schon okay. Also in Berlin ist es tatsächlich so, dass alle Fragen der landwirtschaftlichen Produktion auch mit in der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz angesiedelt sind. Das heißt, der Fachabgeordnete zu diesem Thema wäre ich. Was sich auch ganz gut trifft, weil ich ohnehin schon gegenüber dem leider verhinderten Landesvorsitzenden der Piratenpartei Deutschland, Landesverband Berlin, erklärt habe, dass ich zusammen mit unserem tierrechtspolitischen Beauftragten des Landesverbandes seine Vertretung übernehmen werde auf der Grünen Woche. Nee, ich keine Namen. So, der Horror. Phil. Den, dessen Namen du nicht nennen sollst. Sonst taucht er hier auf. Phil. Ich wollte mal sagen, wir haben in Berlin so um die 5% landwirtschaftlich genutzte Flächen. Also es ist relativ gering, aber immerhin, und ab und zu passiert da halt auch was. Und dann ist es tatsächlich in der von Simon bearbeiteten Senatsverwaltung angegliedert. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die dann den Umweltschutz betreffen. Und da habe ich mich dann auch schon des Öfteren geäußert. Die landwirtschaftliche Fläche in Berlin ist geringer als der Bauer aus dem Dorf, wo ich komme, hat. Also von der Hinsicht, um das mal in Relation. Ja, das ist, ich glaube, der Hauptauftrag sind diese komischen Fische dauernd auszusetzen und zurückzuangeln. Ja, wir können, klar, aber ich habe ja jetzt noch zwei Wortmeldungen. Erst ja, ich Martin weiß, es, und danach. Es auch muss ja, Alexander. Aber egal. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass ich erwarte, dass genau eine Person aus dieser Fraktion vorzeitig die Sitzung verlässt und nicht zwei, nicht drei oder gar mehr, um zu dieser Quatschveranstaltung zu gehen. Wir sind schon eine. Seid euch darüber im Klaren, okay? Also wenn das mehr werden, wäre ich stinkig. Alexander. Ja, die Bemerkung, die Grüne Woche ist ein Relikt aus Westberliner Zeiten, weil man dort kleinen Kindern zeigen wollte, wo die Milch herkommt. So, nein, die Diskussion ist zu Ende. So, damit ist die Diskussion hier abgebrochen und ich übergebe zum Tagesordnungspunkt 7 an Martin Delius zurück. So, ich sehe, wir müssen den Tagesordnungspunkt, den traditionellen Tagesordnungspunkt 4 straffen in Zukunft. Ich fand das gerade sehr. Du warst sehr effektiv. Ich bin natürlich keine Kritik an der Sitzungsleitung, auf keinen Fall. So, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5 zunächst mal. Tagesordnungspunkt 5 sind Satzungsänderungsanträge, die liegen nicht vor. Dann springen wir zu Tagesordnungspunkt 7, denn Tagesordnungspunkt 6 ist schon abgehandelt. 7.1 haben wir keine Anträge drauf. Dann haben wir 7.2 und 7.2.1, Beauftragung mit der Vorbereitung und Durchführung des Untersuchungsausschusses Staatsoper. Der Antrag wird gestellt von Heiko Herberg und beinhaltet im Wesentlichen, dass Wolfram die Arbeit macht. Heiko, möchtest du sonst noch was sagen dazu? Also der Grund ist relativ einfach. Also Wolfram macht die Arbeit jetzt sowieso schon. Es geht einfach nur darum, da dieser Ausschuss offiziell nicht richtig existiert und dass es so eine Vorbereitungsaufgabe ist, aber halt relativ zeitintensiv ist, würde ich gerne, dass wir als Fraktion Wolfram damit auch beauftragen, damit wir uns halt im Klaren sind, dass Wolfram das jetzt auch macht. Und falls er irgendeine andere Aufgabe gerade nicht schafft, weil er gerade damit beschäftigt ist, diesen Untersuchungsausschuss vorzubereiten, ist uns als Fraktion als auch klar. Das ist eigentlich der Hauptgrund, damit das halt einfach eine bewusste Entscheidung der Fraktion auch ist. Ja. So, ich mache mal weiter. Der Wolfram hat sich noch gemeldet. Ich danke auch Heiko nochmal für die klare Maßgabe. Auch innerhalb der, hast du es jetzt schon gesagt, innerhalb der Mitarbeiterinnenschaft sind die Zuständigkeiten geklärt. Dazu werden wir dann aber auch gleich im Lichtöffentlichen Teil nochmal was sagen. Und die Prioritätensetzung ist auch geklärt. Nur nochmal für alle, ist mir bewusst, dass auch viel Arbeit in dem Bereich Stadtentwicklung, Umwelt zum Beispiel, aber auch Bauen und Verkehr liegt.
wir haben, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden, die dafür sorgt, dass sowohl die reguläre Arbeit gut gemacht werden kann, als auch eben dieser neue Untersuchungsausschuss stattfinden kann und gut begleitet wird. Wolfram, bitteschön. Ja, also aus meiner Sicht ist es jetzt eigentlich nur eine formale Bekräftigung eines Beschlusses, den wir vor einiger Zeit schon mal gefällt haben. Insofern ja eigentlich ein bisschen überflüssig, aber es gibt noch einen inoffiziellen Teil dazu, den ich jetzt natürlich hier nicht thematisieren werde, und deswegen wollte ich eigentlich nochmal auf den formalen Charakter hinweisen, weil es den Beschluss eigentlich mit anderen Punktsetzungen schon gibt. Ja, ich brenne für die Aufgabe. Ich gucke gerade mal. Also im Zweifel hätten wir Probleme, schnellstmöglich jemanden zu löschen. Also, ja, vielen Dank für deine Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen, lieber Wolfram. Du bist ja auch schon... Heiko musste kurz... Der Witz, dann war er nicht so gut. Egal. Es ist ja auch so, dass du bereit, und dafür möchte ich mich nochmal explizit bedanken, bereit bist, auch Weiterbildungsangebote wahrzunehmen und dich in den Themen, in denen du jetzt noch nicht so versiert bist, fortzubilden. Und das finde ich total gut und wünsche mir das natürlich auch von allen anderen. Und du bist ein Vorbild für alle Menschen in dieser Fraktion und sowieso für alle Berlinerinnen und Berliner, das ist klar. Genau. Gibt es weiteren Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, den Wolfram die Arbeit aufzuhalten? Das ist einstimmig ohne Enthaltung. Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage den Spruch jetzt nicht. Nein, du musstest es sagen. Top 8 Wahlen haben wir heute nicht. Es sei denn, ihr wollt noch kurz ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Vorstand anstrengen. Das ist nicht der Fall. Man kann auch einzeln. Du hast Top 9 Termine. Wollen wir kurz unterbrechen? Zu mir oder zu... Dann mache ich einfach mal weiter. Top 9 Termine, die nächste Fraktionssitzung, der Termin ist bekannt, der Ort auch, steht im Pad. Bis zum nächsten Mal haben wir keine Veranstaltung der Fraktion. Wir haben aber viele, viele Veranstaltungen der Abgeordneten, auch nicht nur bis zur nächsten Sitzung, sondern darüber hinaus. Die stehen alle im Pad. Ich habe noch fürs Protokoll, dass ihr euch nicht wundert, kurzfristig den 27.01.15 die Finissage im Büro der guten Laune eingefügt. Entschuldigung, wenn ich da meine Kompetenzen überschritten habe, aber jetzt steht es drin. Es ist auch nicht geordnet, das ist völlig richtig. Ich glaube, damit kommen wir alle klar. Sonstige Termine stehen auch im Pad und BesucherInnengruppen wie immer auch. Irgendwas Interessantes dabei. Es gibt noch... 21.02. sollte schon Save the Date für alle sein. Du möchtest ein Jahr in 64 als Save the Date markiert haben, habe ich das richtig verstanden? Es ist keine echte Einladung, liebe Leute, ihr müsst euch das nicht irgendwie, müsst es nicht ernst nehmen. Der Abgeordnete Rainer hat gesagt, es ist nur ein Save the Date, ihr kriegt noch eine richtige Einladung. War das jetzt korrekt? Wunderbar. Okay. So, dann haben wir, wie gesagt, Besuchergruppen. Eine ist dann noch vom OSI. Ich gucke mal, ob ich Zeit habe, würde ich gerne machen. Weiß ich aber noch nicht. Ja, muss ich mal gucken. Gut. Abgesehen davon, warte mal. Das war doch heute. Dann ist doch, also warum steht das denn da überhaupt noch drin? Ich guckte gerade, Moment, haben wir nicht heute den. Das ist schade, naja, macht ja nichts. Ich war wahrscheinlich, sonst hätte ich das auch angenommen. Ist ja auch egal. Unter Sonstiges haben wir erstmal, haben wir erstmal noch einen Neuzugang in der Fraktion, der sich gerne ganz kurz vorstellen würde. Kommen Sie vor, setzen Sie sich hin, machen Sie das Mikro an, sagen Sie Hallo. Ja, hallo, ich bin Ben. Und ich bin die Verstärkung bei euch für 3 Monate als Praktikant im Bereich Innen- und Flüchtlinge vor allem. Und ich freue mich, mit euch zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, sonstige Fragen?
Nicht? Dann haben wir jetzt alle mal dein Gesicht gesehen und ich bedanke mich, dass du dabei bist und auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass du da bist. So, jetzt Pavel. Genau, mir fiel jetzt anlässlich der Tatsache, dass wir neulich mal wieder ein entwicklungspolitisches Thema hier im Haus hatten, ist mir aufgefallen, dass ich ja noch entwicklungspolitischer Sprecher bin und aber eigentlich so diesen Posten nicht so ausfülle, wie man es vielleicht könnte. Und deswegen wollte ich einfach nur hier in die Runde werfen. Ich würde es auch weitermachen, falls aber irgendjemand Interesse daran hat, sagen, diesen Aufgabenbereich zu übernehmen, würde ich ihn zur Disposition stellen. Also kann sich jeder mal einfach Gedanken darum machen. Es ist halt auch eine relativ spezielle Szene. Es ist zwar einerseits durchaus Wirtschaftspolitik, aber die Akteure dort sind doch deutlich ja, andere, zu denen vielleicht, und der eine oder andere hat vielleicht da ohnehin schon Kontakte aufgrund ja, anderer fachpolitischer Themen. Das wollte ich einfach nur in die Runde werfen. Können wir vielleicht einfach beim nächsten Mal dann vielleicht drüber reden, falls wir da, falls das jemand übernehmen möchte. So, genau, also ansonsten, also wenn es jetzt kein, wenn der Bedarf jetzt nicht so groß ist, können wir das, glaube ich, alles noch dabei belassen. Ist ja keine schlechten Erfahrungen mit Pavel als Zuständigsprecher. Es gibt keine schlechten Erfahrungen mit dir als Zuständigsprecher. Das ist das beste Lob, was so ein Berliner zu vergeben hat. Genau, und das Sonstiges wollte ich noch kurz berichten. Wir hatten jetzt Oppositionsvorsitzenden-Treffen. Natürlich haben wir uns auch alle mal tief in die Augen geguckt zum Thema Untersuchungsausschuss Staatsoper. Und ich glaube, es ist auch bei einer gewissen Fraktion angekommen, dass die anderen Oppositionsfraktionen zu Recht nicht ganz so glücklich mit der öffentlichen Kommunikation Anfang des Jahres waren. Wir haben uns dazu entschieden, das ist für Wolfram vor allen Dingen interessant, aber auch für euch, dass wir das Thema also in diesem Fall jetzt ruhen lassen und so einen kleinen Neustart machen und vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen, auch ohne Presseveröffentlichungen im Zweifel, auch wenn das schwerfällt, aber kriegen wir hin. Das wollte ich noch kurz berichten. Dann haben wir noch eine spontane Wortmeldung von Fabio, bitteschön. Vielen Dank. Meine Güte, dieser Platz ist ja toll, da wird man direkt gesehen. Genau, ich hatte beim letzten Mal, als wir kurz über die Staatsoper gesprochen haben, gesagt, ich kann euch nochmal einen kurzen Bericht geben bezüglich der ja, quasi Beauftragung, mich mal um das Thema Untersuchungsausschuss Soziales, Flüchtlingsunterkünfte zu kümmern vom November. Falls das jetzt gewünscht ist und jetzt gar nichts irgendwie ganz dringlich noch jetzt ist, würde ich das nochmal kurz machen. Vielleicht so ein kleiner Dreiklang, also ich habe mir die Aufgabe aufgeteilt, in natürlich erstmal zu schauen, wie macht das aus unserer Sicht, also unserer Fraktion Sinn, so einen Untersuchungsausschuss einzurichten, wie, was gibt es da für Nachteile, Abwägungen, und das war sozusagen jetzt bevor der Staatsoper-Untersuchungsausschuss natürlich doch überraschenderweise jetzt doch gekommen ist. Da ist natürlich dann grundsätzlich eine Abwägung der Ressourcen zu machen. Grundsätzlich hat sich da jetzt aber nichts dran verändert, dass das aus unserer Sicht sinnvoll wäre, zumal es eben auch schon relativ viele Untersuchungsausschüsse in Berlin gegeben hat, die sich mit Bauskandalen und dem ganzen Thema Bauwirtschaft und ja, Wohnungsbau und sowas beschäftigt, aber eben noch keine, die wirklich mal in das Sozialthema reingehen. Was ich gemacht habe, war eben, mich vor allem mit den Hintergründen dieser Lagiso-Affäre zu beschäftigen, also die ganzen Akten zu lesen, die eben die, diese Unterkünfte und die Anbahnung von Verträgen und so beschreiben. Das war sehr ergiebig und da haben wir jetzt einiges an Material auch schon zusammengetragen. Wir haben vor allem festgestellt, dass es einfach Limits gibt, die,
den man halt ausgesetzt ist, wenn man in diese Akten reinschaut, unter anderem eben, weil man keine Zeugen befragen kann, weil es halt einige sehr virale Elemente dieser ganzen Affäre einfach nicht dokumentiert sind, unter anderem ein wahrscheinlich wöchentlicher Termin, in dem im Grunde genommen die entscheidenden Gespräche stattfinden bezüglich der Anbahnung von Verträgen und von Vertragsinhalten, wo es halt einfach keine Dokumentation zu gibt. Insofern bin ich recht gut vorangekommen, mal die Inhalte anzuschauen und da eben eine eigene Bewertung vorzunehmen bezüglich der Notwendigkeit eines Ausschusses. Der zweite Punkt ist eben, mit Medien und Interessierten zu kommunizieren, die an dem Thema grundsätzlich Interesse haben, und denen zu erklären, was einfach die Hintergründe sind, die Vorgänge und die, ja, also die Prozesse, wie funktioniert das ganze Thema Flüchtlingsunterbringung, um da einfach das Wissen zu streuen. Ich kann zumindest jetzt sagen, dass es mehr Menschen gibt, die einfach sozusagen Ahnung von dem Thema haben, als noch vor 2-3 Monaten. Das ist sicherlich in Teilen auch unserer Arbeit zu verdanken, aber sicherlich auch gekommen, weil das Thema einfach höher gekocht ist. Der dritte Punkt war sozusagen auszuarbeiten, was wäre konkret das Erkenntnisinteresse an diesem Untersuchungsausschuss. Dazu existiert mittlerweile eben auch schon ein Papier, was das so ein bisschen aufbereitet. Jeder, der daran Interesse hat von euch, soll sich einfach bei mir melden und dann können wir uns das mal zusammen anschauen oder ich kann das mal rumschicken. Das ist sozusagen erstmal grundsätzlich der Stand von den Fakten her. Trotzdem bleibt natürlich der Punkt, dass wir alleine, selbst wenn wir uns entscheiden, dass wir diesen Untersuchungsausschuss für unbedingt richtig und sinnvoll halten, das haben wir so bisher noch nicht öffentlich kommuniziert, wir keine Mehrheit dafür haben und zum jetzigen Stand sieht es zumindest schon mal so aus, als wenn es nicht ganz so einfach wäre, eine Mehrheit dafür zu generieren. Inwiefern das jetzt mit dem zweiten, kürzlich anberaumten Staatsoberuntersuchungsausschuss zu tun hat, will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern es ist einfach so, dass wir die einzige Fraktion sind, die dort ja richtig tief einsteigt und auch eben die gebotene Distanz aufweisen, um dort eben mit sehr eindeutigen Blick zu sagen, wir haben da einfach Dinge zu gewinnen, aber im Grunde genommen nicht zu verlieren. Wir haben den Willen und die Ressourcen, dort aktiv zu werden. Das scheint nicht bei allen Fraktionen gleichermaßen vorhanden zu sein. Insofern bin ich sehr mittelmäßig optimistisch, dass es diesen Untersuchungsausschuss geben wird. Meine persönliche Zeitschiene ist, dass ich die nächsten Wochen noch intensiv Gespräche führen möchte, um zu schauen, ob das zum aktuellen Zeitpunkt eben das notwendige Quorum erreicht werden kann. Und wenn dann bis Mitte Februar ungefähr eben die Stimmungslage immer noch genauso ist wie jetzt, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass man dann eben sich doch nochmal auch so ein bisschen weiter mental von dieser Idee distanziert und dann eben schaut, wie man das anderweitig verfolgen kann. Das ist der aktuelle Stand. Gerne Fragen. Ja, vielen Dank. Ich wollte dazu noch kurz was sagen. Also erstmal, ihr arbeitet da sehr viel und das ist zu honorieren und dafür bedanke ich mich auch sehr. Nehmt es nicht so schwer, also du hast ja schon gesagt, es ist nicht so besonders verwunderlich, dass die anderen Fraktionen eher so die Staatsoper nehmen, als das doch sehr komplexe und weitreichende Thema der Sozialmafia in dem Bereich. Es hat auch einen Vorteil, wenn es keinen Untersuchungsausschuss gibt, wollte ich dir noch mit auf den Weg geben. Das kann auch ein Argument sein für die schlussendliche Einrichtung eines solchen Ausschusses. In einem Untersuchungsausschuss wärst du einfach Mitglied der kleinsten Fraktion und würdest als letzter irgendwelche Fragen stellen können, wenn du dann reingehst. Ohne den ist die Piratenfraktion und seid ihr die Einzigen, die da Dinge immer wieder in der Öffentlichkeit nach vorne treiben können, weil die anderen sich einfach nicht so damit beschäftigen. Das ist eine sehr bequeme Position. Und das ist auch schon so, ich hab das ja schon mal gesagt, du hast ja damit im Prinzip bei allen Feinde gemacht und das ist ja auch schon ein Lob an die Arbeit. Also würde ich jetzt nicht so schwer nehmen. Du hast eine sehr komfortable Position. Genau. Okay, gibt es ansonsten weitere Wortmeldungen oder Sonstiges? Christopher, bitteschön.
Ja, und zwar ist mir vorhin noch eingefallen, dass der Herr Dix ja bald in Ruhestand geht. Und ich wollte nur mal fragen, ob ihr da schon was wisst bezüglich Nachfolger, wie das abläuft vielleicht. Oder ob da schon Namen im Raum sind und vielleicht den Standort. Können wir uns gerne ohne Livestream drüber unterhalten. Also es ist eine ganze Sache mit dem, ob man den Verfassungsschutz, Verfassungsgericht benennen oder irgendwas anderes. Das sind halt mitunter schwierige Personaldiskussionen. Das gibt keine Formalie. Es gibt dafür nie eine Formalie. Es gibt halt irgendwann den Tagesordnungspunkt Wahlen auf der Plenarsitzung und das halt genau dann, wenn entweder alle oder aber die Mehrheit des Hauses sich darüber einig ist, wer es denn werden soll. Und so funktioniert das. Ja? Und wir können uns da gerne über Personalien, wir wissen das auch schon ein bisschen länger, also Heiko und ich, dass er das bekannt geben wird. Und gucken jetzt mal, wer da einen Aufschlag macht und auf seinen Bitten hin werden wir uns auch darum bemühen, unter den Fraktionsvorsitzenden und den PGFs, dass das baldmöglichst passiert, weil er verständlicherweise über den Juni hinaus nicht kommissarisch im Amt gezwungen bleiben werden wollen möchte, weil es müsste er ja nämlich, es darf ja keine Zeit geben, in der es keinen Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin gibt. Gesetzlich so. Also, wenn ihr Vorschläge habt, das habe ich heute Morgen schon bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesagt, wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne, können wir darüber diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn die Piratenfraktion da auch einen Anteil hat, eine vernünftige Lösung zu finden und keinen Totalausfall wie im Bund. Sehen wir mal so. Ich hätte da jemand anderen im Blick, der ist auch promoviert und der Fraktion sehr gut bekannt, aber das müssen wir mal mit dem besprechen. So, gibt es noch weitere Wortmeldung? Nee. Dann schließe ich mal den öffentlichen Teil und wir machen dann in Gorbatschow. Achso, im Übrigen, Gorbatschow warnt vor Atomkrieg in Europa. Wir werden die nächsten Jahre nicht überleben, sagt er. 16.19 Uhr ist es, wir machen 16:30 weiter, da ist Pause genug, um alles abzubauen mit dem nicht öffentlichen Teil.